Nah bei den Sternen liegt das Zuhause der magischen Zahnfeen, auch Magical Tooth Fairies genannt. Irgendwann kommen die Tooth Fairies auch zu dir. Nicht der schönste Baum, den wir je hatten. Buster, das sagst du jedes Jahr. Dein Tee, Weihnachtsmann. Wir sind fast fertig mit den Paketen, Weihnachtsmann. Eine Menge dieses Jahr. Oh ja, entweder haben wir mehr Kinder auf der Erde oder die Kinder mehr Wünsche. Oh, das glaube ich nicht. Es haben nur mehr Kinder ihre Wünsche aufgeschrieben. Und das heißt, dass immer mehr Kinder an den Weihnachtsmann glauben als je zuvor. Das sind doch gute Nachrichten. Sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Bis dahin ruhe ich mich noch ein wenig aus. Das ist aber toll. Ihr schmeckt Tooth Fairy Town wundervoll weihnachtlich. Warum benutzt du denn nicht ein wenig vom magischen Zahnstaub? Dann geht das Schmücken doch viel schneller. Ach, aber Professor, das wäre doch viel zu einfach. Schmücken ist doch schön und macht auch einen Riesenspaß. Ohne Anstrengung ist es doch kein richtiges Weihnachten, oder, Professor? Oh. Natürlich. Dann gehe ich auch mal in mein Labor. Naja, Leolino hat ja recht. Man sollte den magischen Zahnstaub nicht leichtfertig verpulvern. Hoppla, sag mal, was machst du denn hier, DK? Ich wollte vielleicht ein paar Weihnachtskugeln für den Baum zu Hause. Ach so, na, dann komm mal mit. Oh. Nanu, was hast du denn hier verloren, DK? DK? DK möchte, wartet mal, ein paar Kugeln für seinen Weihnachtsbaum zu Hause. Hier, DK, die sind für deinen Baum. Ihr sollt auch schöne Weihnachten haben und grüße deinen Vater von mir, DK. Ja. Ich muss mich verrechnet haben, oder? Hallo, Tisna. Wirst du bis zum Weihnachtsabend mit deiner Arbeit fertig? Eigentlich schon, aber irgendetwas hier macht keinen Sinn. Wo ist denn das Problem? 1,5 Gramm magischer Zahnstaub fehlen einfach. Vielleicht hast du falsch gewogen oder hast du dich vielleicht verrechnet? Mayor, ich verrechne mich doch niemals und ich habe schon alles dreimal überprüft. Irgendjemand muss magischen Zahnstaub gestohlen haben und ich habe es nicht bemerkt. Vielleicht hat der Professor etwas für seine Forschungen gebraucht. Aber doch wohl nicht ohne mich zu fragen. Ich werde es den Tooth Fairy sagen. Oh nein, Papa, nein! Aber Papa, ich wollte doch auch einen Weihnachtsbaum, nur einen ganz kleinen. Du wirst noch sehen, es gibt gar kein Weihnachtsfest dieses Jahr, weder hier noch sonst wo in der Welt. Aber Papa, ich hab mir doch schon was gewünscht. Du bekommst nichts und alle anderen auch nicht. Ich sorge dafür, dass niemand mehr an den Weihnachtsmann glauben wird. Und dann glaubt auch niemand mehr an die Tooth Fairies. Komm schon. Aber wohin denn? In das Weihnachtsland natürlich. Aber über die Himmelsleiter kommen wir nicht hin, das geht doch nicht. Ich weiß, deshalb habe ich auch magischen Zahnstaub bei Thies geopst. Du hast es gestohlen. So, Boris, frisst euch noch mal ordentlich satt und ruht euch aus. Wir haben diesmal viele Geschenke zu verteilen. Und dazu müsst ihr richtig fit sein. Ich sehe später noch nach euch. Tu diese Tropfen in das Futter. Na, schaut. Was waren denn da für Tropfen? Ich hab dir doch gesagt, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt. Aber jetzt verschwinden wir, bevor die uns hier entdecken. Das war doch echt.
euch. Jedes Kind wird sein Weihnachtsgeschenk bekommen. Ja. Lasst uns die Rentiere holen. Oh, sie schlafen noch. Wir müssen sie jetzt wecken. Boris, Sammy, Betty, Janice, kommt schon aufstehen. Wir müssen los. Der Schlitten ist bepackt. Hey, was ist denn los mit euch? Hoch, ihr müden Rentiere. Was ist das? Seid ihr krank? Oh nein, natürlich seid ihr krank. Schnell, wir müssen den Weihnachtsmann holen. Ja. Oh, ihr Lieben, erzählt mir nicht, ich hätte geschlafen. Ist denn schon alles fertig? Dann brauchen wir nur noch die Rentiere. Anspannen und los geht's. Das geht leider nicht, Weihnachtsmann. Oh, aber warum denn nicht? Weil die Rentiere krank sind. Oh, was? Das kann doch gar nicht sein. Nicht meine Rentiere. Es ist wirklich Rentiergrippe. Das erste Mal seit Hunderten von Jahren. Tja, ich fürchte, Weihnachten muss dieses Jahr ausfallen. Die Rentiere sind zu schwach. Das würden sie nicht überstehen. Oh nein! Weihnachtsmann, aber das geht doch nicht. Die Kinder warten doch alle. Was soll ich machen? Wer soll denn den Schlitten ziehen? Ich habe eine Idee. Die Tooth Fairies können uns helfen. Hm, vielleicht hast du recht, aber die Rentiere sind zu schwach, um nach Tooth Fairy Town zu kommen. Wir versuchen es, Weihnachtsmann. Boris ist so stark. Er wird es schaffen. Also gut, probieren wir es aus. Aber bitte beeilt euch. Bitte, Boris, halte durch. Wir werden gleich in Tooth Fairy Town sein. Ist Weihnachten nicht wunderbar? Ich liebe es. Ich auch. Auf dass viele Kinder ihre Milchzähne verlieren, dann haben wir zweimal Weihnachten in Tooth Fairy Town und auf der Erde. Was ist das? Was ist passiert? Was macht ihr hier? Ich denke, ihr seid auf dem Weg zur Erde. Alle Rentiere sind krank. Sie haben die Rentiergrippe. Könnt ihr uns helfen? Sonst fällt Weihnachten dieses Jahr aus. Oh nein, das wäre ja eine Katastrophe. Da kann nur der Professor helfen. Aber ich fürchte, Boris schafft es nicht mehr in sein Labor. Oh, wartet, ich hab's. Wir nehmen etwas magischen Zahnstaub und bringen ihn hin. Ajun! Was hast du für ein Problem, DK? Mein Vater hat die Rentiere vergiftet und ich muss ihm dabei helfen. Und jetzt fällt Weihnachten aus. Oh, das klingt aber nicht gut. Wo sind denn die Tooth Fairies? Sie sind mit dem Rentier zum Professor. Das sieht schlecht aus. Es dauert zu lange, bis ich den Virus gefunden habe. Ich kann ihm nur eine Spritze geben. Aber das wird nicht schnell genug. McCavity hat die Rentiere vergiftet. Schnell kannst du ihnen helfen, Professor. Oh ja, ich muss nur noch die richtige Medizin finden für Boris. Denk nach, Professor. Ja, jetzt hab ich's. Hab keine Angst, Boris. Armer Boris. So, in ein paar Minuten ist Boris wieder ganz der Alte. Ja! Oh, ich wusste, ihr würdet uns helfen. Unser Professor ist der Beste. Das sag ich schon immer. Halt, die anderen Rentiere müssen auch noch geimpft werden. Lin, den Professor und euch drei beam ich zurück ins Weihnachtsland.
Weihnachten ist gerettet. Aber was ist mit mir? Oh, aber basta, für dich gibt es hier genug zu tun. Du willst doch auch schöne Weihnachten, oder? Ajour! Wie kann ich euch nur danken, Professor? Mach dir darüber keine Sorgen. Die Erdkinder warten schon ganz gespannt auf dich. Genau, mach sie glücklich, Weihnachtsmann. Oh, wir machen's, wie du sagst. Und wir werden auch euch nicht vergessen. Nur DK bekommt kein Geschenk. Aber er hat uns doch geholfen. Das stimmt. Und er kann doch nichts für seinen bösen Vater. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Weihnachtsmann. The postman comes, and the cards are falling through the door. The shops are full with all those presents that you can't ignore. And the snowman's cold. The kids are. Da haben wir wieder viele Menschen glücklich gemacht. Jetzt haben wir nur noch die Geschenke für die Tooth Fairies, ohne die es dieses Jahr kein Weihnachtsfest gegeben hätte. Sie sind unsere besten Freunde. Das ist nicht für mich, sondern für DK. Ist er denn hier? Da, an der Ecke, hinter dem Baum. DK, na komm her. Nimm das, DK, ist für dich. Für mich? Aber ich habe noch nie ein Geschenk bekommen. Tja, DK, der Weihnachtsmann denkt an alle Kinder. Und auch an dich. Oh, danke, Weihnachtsmann, du bist so lieb. Er denkt nicht nur an die Kinder. Er macht alle Menschen glücklich, die ein offenes Herz haben. Frohe Weihnachten! Ja, zu den Pyramiden in Ägypten. Dort gibt es weiße Milchzähne für uns. Aber ich muss weiter. Ich habe viel zu tun. Ha! Ich schlage in meinem schlauen Buch nach. Du wirst auch zu den Pyramiden aufbrechen. Wow, sehen die aber schön aus. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Dein Taler hat dir diesen Wunsch erfüllt, Mia. Deine Eltern hätten dich wahrscheinlich niemals alleine reisen lassen.